Am Sonntag wurde in Hessen gewählt, die ersten Wahlen des Jahres 2009. CDU-TV hat für Sie hinter die Kulissen des Konrad-Adenauer-Hauses geschaut. Und wir nehmen Sie jetzt so gegen 3:45 mit in das Büro von CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla. Als Sie heute Morgen zur Arbeit gegangen sind, waren Sie da als CDU-Generalsekretär nervös ob des Wahlausgangs? In Wahltagen hat man immer eine innere Anspannung, weil man nicht ganz genau weiß, was passiert. Aber ich bin heute Morgen sehr ausgeglichen aufgestanden, habe Sport getrieben und bin jetzt hier und warte auf die Zahlen, die uns dann Gewissheit geben über den wirklichen Ausgang. Ich bin seit 14.30 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus und wir treffen uns dann in aller Regel mit dem Bundesgeschäftsführer, den Bereichsleitern, dem Pressesprecher, dem Büroleiter, der Parteivorsitzenden und prüfen und werten die eingehenden Zahlen und versuchen daraus dann für den Abend ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. Ich habe der Kanzlerin, die ja zurzeit gar nicht in Deutschland ist, eine SMS geschickt und ich habe mit Roland Koch kurz gesprochen, aber wir werden gleich noch intensiver miteinander reden. Ich freue mich, dass Roland Koch Ministerpräsident bleibt. Die CDU ist so stark wie Rote und Grüne zusammen. Und die bürgerliche Mehrheit von fast 55% aus CDU und FDP gibt eine stabile Mehrheit. Ein schönes Ergebnis. Das war Roland Koch. Wir haben uns kurz verständigt und sind beide froh, dass die Wahlen so ausgegangen sind, dass er jetzt wieder eine stabile Regierung bilden kann und der Spuk mit Rot-Rot-Grün endgültig zu Ende ist. Wie haben Sie die Reaktionen der Journalisten wahrgenommen? Die Journalisten suchen immer geradezu danach, selbst bei einem Wahlerfolg noch das Haar in der Suppe zu finden. Ich habe aber gelernt, damit umzugehen. Das ist der Job von Journalisten. Was ist die nächste Etappe des Tages? Ich bin jetzt auf dem Weg zur Berliner Runde im ZDF, wo die Generalsekretäre der Parteien das Wahlergebnis in Hessen bundespolitisch bewerten werden. Gibt es da einen Widersacher, den Sie besonders schätzen oder besonders fürchten? Die Generalsekretäre haben untereinander eigentlich ein ordentliches Arbeitsverhältnis. Ich grüße also zur Berliner Runde. Roland Pofalla. Herr Pofalla, in so einer Berliner Runde, die anderen gehen Sie hart an. Woran liegt das? Die sind neidisch. In der Kanzlerschaft von Angela Merkel haben wir alle Landtagswahlen gewonnen. Wir haben keinen einzigen Ministerpräsidenten, den wir hatten, verloren. Der erste Wahltag des Jahres geht seinem Ende zu. Es ist jetzt so 9:45 am Abend. Herr Pofalla, welche Signalwirkung hat diese erste Wahl des Superwahljahres 2009 für den Rest des Jahres? Wir haben enormen Rückenwind für die folgenden Wahlen und wir haben Rückenwind für eine bürgerliche Mehrheit Ende September im Bund. CDU, CSU und FDP zusammen haben alle Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen.